Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Dirt 5. Wir machen heute weiter in der Karriere und werden heute dieses Rally Raid Event fahren, denn hier ist eine neue Klasse drin, die wir noch nicht hatten, die Classic Rally Kategorie, um genau zu sein. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier mal hin und gucken uns an, was für Fahrzeuge wir haben. Wir haben natürlich den Fiat 131 Abarth Rally schon, dann kommen wir hier schon genau in meine Kragenweite rein. Ford Mustang GT Fastback Rally werden wir wahrscheinlich fahren. Aber wir haben noch andere Fahrzeuge, die sehr geil sind. Carrera GTS Rally. Lancia Stratos haben wir noch. Porsche 911 SCRS Rally. Und gut, dann hätte ich super leid, die interessieren uns nicht. Ah ja, by the way. Einigen von euch wird wahrscheinlich auffallen, dass ich ein bisschen mehr Kohle habe als beim letzten Mal. Das liegt einfach daran, dass ich privat mit ein paar Freunden im Multiplayer ein bisschen gespielt habe. Und man verdient sehr schnell sehr viel Geld im Multiplayer. Ungefähr 50.000 pro Event. Deswegen, ja, habe ich jetzt ein bisschen mehr Kohle, aber macht ja nichts. Ist fürs LP ja auch noch fördernd, weil dadurch können wir uns die ganzen Fahrzeuge kaufen, die wir haben wollen. Ich hätte schon Bock auf den Mustang, muss ich sagen. Der Lancia wäre geil, der Porsche wäre wahrscheinlich die beste Wahl. Aber komm, ich habe Bock, wir holen uns den Mustang. Den fahren wir einfach, auch hier in wunderschönem Grün. Ist eine geile Farbe, finde ich, kann man machen. Und dann sind wir wieder in Griechenland am Start. So, bin ich mal gespannt, wie der Wagen sich fährt und wie er sich anhört auch, ne? Das ist sehr interessant. Aber ja, eine Sache, die ich auch erwähnen kann, und zwar seid ihr, was die Dialoge angeht, relativ meiner Meinung gewesen. Wir werden die einfach überspringen. Die dauern zu lang und sagen nichts aus. Was ja das primäre Problem ist. Es wäre ja geil gewesen, wenn diese Dialoge wirklich eine Story beinhaltet hätten. Haben sie aber nicht. So, und deswegen, naja, ist das Ganze ein bisschen schwierig. Und es ist mittlerweile auch der erste Patch draußen für das Spiel, was ein bisschen die Performance verbessert haben soll wohl von dem Spiel. Und auch grafisch soll es nochmal ein bisschen besser aussehen. Ich sag dazu, wie es ist, merke ich nicht so hundertprozentig, aber gut. Sind wahrscheinlich aber nur Details, die besser aussehen. Aber wenn das Spiel stabiler läuft, dann ist damit ja schon mal relativ viel gewonnen, finde ich. So, der Mustang fährt sich aber auf jeden Fall sehr angenehm. Ich meine, wir haben ja auch gesehen, dass der definitiv geländefähige Reifen hat. Und die Reifen sind nun mal einer der größten Faktoren, was die Traktion im Gelände angeht. Jetzt haben wir hier so einen depperten 924er neben uns. Den wir auch noch fahren werden, definitiv. Auf dem 924er Porsche habe ich auch noch Bock, definitiv. Gerade die Ready-Version. 7 Überholmanöver muss ich machen. Hä? Das ergibt doch keinen Sinn, wenn nur... Wenn ich... Egal. Ignorieren wir einfach mal. Wir ignorieren das. So. Mein Gott. Ich meine, ich muss halt auch... Ah ne, ich muss nicht 7 verschiedene Fahrzeuge überholen. Okay, dann gibt das Event schon mal ein bisschen mehr Sinn. Aber, naja. Das Event, Quatsch, das Ziel. So, ich muss leider sagen, tatsächlich, was die Performance angeht, sehe ich jetzt nicht massive Verbesserungen unbedingt. Also das Spiel läuft bei mir, so wie ich das sehe, immer noch nicht vernünftig auf 60 Frames. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Und ich weiß aber nicht warum. Oder die 60 Frames sehen sehr ruckelig aus. Kann natürlich sein, aber... Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das keine 60 FPS sind, die ich da gerade habe. Das geht eher so Richtung 50, 40. Das, obwohl ich nicht mal auf den höchsten Einstellungen spiele. Also... Die Optimierung von dem Spiel ist jetzt nicht so mega geil, tatsächlich, muss ich sagen. Huch, Licht kann ich nicht. Okay. Dann tappen wir wohl wortwörtlich im Dunkeln im Tunnel. So, mittlerweile, das ist ja auch die erste Folge, die ich aufgenommen habe, nachdem das Spiel wirklich dann für alle erschienen ist. Falls ihr das Spiel eventuell gespielt habt, könnt ihr mir sehr gerne schreiben, was eure allgemeine Erfahrung denn so ist. Was die Performance angeht, ob das Spiel bei euch flüssig läuft, ob ihr Abstürze habt oder nicht. Weil, wie gesagt, bei mir läuft das persönlich jetzt nicht so rund. Aber gut. Das Event gewinnen wir auf jeden Fall. Sehr schön.
3 Minuten 6 hat es gedauert, kein Problem. Erstmal gegen die Wand fahren, easy. So. Ja, okay, die anderen Mustangs waren hier nicht so stark unterwegs. Ach komm. Wir sind eigentlich relativ gleich aufgefahren, was die Fairness angeht. Kann man definitiv sagen. Alright. Ja, Level 24. Ein paar Level bin ich halt auch aufgestiegen, aber die Level in dem Spiel bringen ja im Regelfall sowieso eigentlich nur Lackierungen. Dementsprechend macht das jetzt nicht so mega viel aus. Und dann sind wir doch bei einem neuen Event-Typen, nämlich Pathfinder. Hatten wir noch gar nicht. Ja, nee. Und zwar in Dates Trial ist der Event-Name. In Dates George? Gorge? Moment, ich kenne den marokkanischen Dialekt leider nicht, aber wir sind in Marokko, in Marokko auf jeden Fall. Okay. Es hat ein V8. Das reicht schon. Allrad, 600 PS, 700 Newtonmeter, 1,9 Tonnen. Okay. What's this Pathfinder event all about? You gotta be real brave or clinically insane to want to race on these tracks. I think a bit from column A and a dash from column B is ideal. Pathfinder features the most hardcore off-road terrain in the whole Dirt Off-Road series. That's right. It's just you, your custom-built rock-crawling machine, on-point navigation skills, and the unforgiving march of Father Time. Father who? Father Time is the personification of time. In recent centuries, he is often depicted as having a beard. James, you have a beard. Oh my god, am I? You're always wearing a watch as well. I am Father Time. Behold my power over time itself. What are you doing? Manipulating time itself. I don't think you are, James. Sorry, I think you're just James. Who is this James? I only respond to Father Time or his timeliness. Why are you always late? Ja gut, es ist ein extremes Offroad-Event. Das ist eigentlich die ganze Info, die ich haben wollte. So. Ja komm. Es gibt mal, müssen wir nicht zugucken, wie der da hochfährt. Das sah mir jetzt aber nicht wirklich nach einem Rennen aus. Ist das eher so ein Zeitfahren-Ding? Könnte das sein? Also ich sehe zumindest keine Gegner. Okay, es ist ein Zeitfahren-Event. 2,40 müssen wir schaffen. Ich habe nur 2 Gänge. Okay, cool. What the fuck? Alles klar, dann ist die Mission ja klar. Pedal to the metal. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir machen erstmal einen Trockendurchlauf und werden dann gucken, ob wir nochmal fahren müssen. Ach du Scheiße, aber das gefällt mir sehr, muss ich sagen. Finde ich extrem cool. Das ist ja wirklich so fast schon Hill Climb in extrem. So wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Gefällt mir, dass es auch solche Events gibt. Die werden halt als Rennen, kannst du die Strecken als Rennen auswählen? Das wäre halt unfassbar geil. Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Aua. Ja gut, Pedal to the Metal hilft nicht immer. Ich gestehe es ein. Ich meine, zeitlich stehen wir aktuell immer noch gut da, trotz des Crashes gerade, wenn wir mal einfach nur die prozentuale Zahl nehmen. Aber driften muss ich noch. Na gut. Okay, vielleicht auch nicht. Das Ding driftet nicht. Okay, eventuell funktioniert doch einfach nur die Prozentanzeige oben nicht mehr, aber ich glaube, entweder ist das ein sehr langes Prozent, wo ich gerade durchfahre. Oder habe ich einen Checkpoint verpasst? Nee, habe ich nicht, ne? Das
An welchem Checkpoint soll ich denn vorbeigefahren sein? Geht doch gar nicht auf der Strecke. Schauen wir mal, ob das Ziel mir gleich anerkannt wird oder nicht. Was? Okay, Hä? Okay, das ist auf jeden Fall die Stelle, wo ich den Unfall hatte. Das weiß ich. Aber hier ist kein Checkpoint. Okay, das verstehe ich tatsächlich einfach nicht. Da kann ich nicht mal irgendeine sarkastische Erklärung dafür finden, weil ich finde keine Erklärung für das, was da passiert ist. Aber gut, wir wissen auf jeden Fall, dass wir die Strecke in der Zeit locker schaffen können. Das war ja eigentlich der ganze Plan an der Sache. Dass das Ding halt gerade mal Tempo 100 fährt, finde ich fragwürdig. Also nicht mal Tempo 100 eigentlich. Schwierig. Aber gut. Wir kriegen das bestimmt hin. Ich meine, gerade hat es ja trotz dieses Unfalls gut funktioniert. 26 Sekunden Vorsprung im Split aktuell. Ist okay, kann man machen. Fahren hier wieder links rum. Das dürfte die klügere Wahl sein, weil wir hier jetzt einfach mehr Schwung mit hochnehmen können. Wunderbar, jawohl. Dann können wir uns hier abschießen. Sehr gut. Exakt das ist der Plan. Ne, ich krieg selbst mit der Handbremse keinen Drift hin. Funktioniert nicht, keine Ahnung. Aua. Hier rechts rum, dass wir da diesen kleinen Sprung nicht mitnehmen müssen. 1:05, ja voll. Also eine tolle Splitzeit. Alright. 1:26. Okay, also die Events sind tatsächlich nicht schwer. Die sind relativ einfach. Aber ich meine, das ist ja auch nur jetzt das Einsteiger-Pathfinder-Event, deswegen... Ich gehe mal davon aus, da werden schon noch ein paar härtere kommen. Ah nee, das ist nicht der Vorsprung, den ich habe, das ist einfach nur die Zeit. Und das Grün wird mir wahrscheinlich sagen, jo, du bist gerade gut in der Zeit. Oder nicht. Aber gut, hat trotzdem locker gereicht. Tanzdampf in allen Gassen, geiles Achievement. Right. Was bei 700.000 wieder, sehr gut. Die Millionen machen wir noch voll, ich sage euch. So, dann haben wir hier jetzt ein Rally Trade Event mit Classic Rally wieder oder Pre-Runner. Oder ein, oh, das sieht nach einem sehr interessanten Ultracross Event aus, mit Rally Cross oder Rally GT Fahrzeugen. Habe ich Bock drauf irgendwie. Keine Ahnung, da sehe ich mich einfach. So, wollen wir uns einen anderen Wagen kaufen? Was haben wir denn so? Oh ja, wir könnten hier in der GT-Klasse vielleicht was anderes fahren. Mustang? Mustang. Machen wir. Machen wir heute eine Mustang-Folge, kein Problem. Bin ich jetzt mal gespannt, wie ich mit dem Mustang GT4 im Gelände fahren kann. Wobei, das sind ja sehr humane Strecken hier, definitiv. Und wir starten sogar auf dem Asphalt, sehr gut. Ja, wir sehen Aston Martin, BMW, Porsche. Jawohl, kein Problem. Ich sehe es jetzt schon vor mir. You were definitely not making any friends out there. Möchte ich auch gar nicht. Das sind Todfeinde alles hier.
auch mal hier so ein bisschen reinbremsen. Uiuiuiui. Oh, das erinnert mich aber gerade sehr an eine Strecke aus Dirt 3. Hey. Der Mustang hat schon auf jeden Fall ein bisschen mehr Bock mit dem Heck zu tänzeln. Gut, der hat jetzt auch, glaube ich, 500 PS auf die Hinterachse. Das ist ein bisschen mehr als die 250, die der alte Mustang vorher hatte. Come on! Ich muss mir das echt noch angewöhnen, wie genau ich mit dem Wagen vernünftig fahre. Aber ich glaube, wenn ich das hinkriege, dann habe ich hier ein starkes Fahrzeug, definitiv. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal alle Ziele abgeschlossen, sehr gut. Aber die Kollegen hier bleiben echt ordentlich dran. Drei Aston Martins und ein Mustang kämpfen um die Führung. Was wird gefahren? Ein Rallye-Event. Natürlich. Was auch sonst. Immerhin auf der Bremse scheine ich den massiven Vorteil gegen die zu haben. Die greifen aber echt mein Heck gerne an. Holy shit. So, letzte Runde. Aua. Come on. Jawohl, Mustang Doppelführung, wie auch immer das passiert ist. Aber die Reihenfolge gefällt mir noch nicht, müssen wir mal drüber springen. Ja, ne, also ich glaube, für die GT-Events muss ich mir echt sowas wie den Porsche oder den Lotus holen, damit wir einfach die notwendige Traktion haben. Weil der Mustang fährt sich nicht geil. Nehmen wir das Event echt noch in der letzten Runde. Ich sehe ihn halt nicht mal. Ich kann ihn nicht mal freundlich ins Heck fahren. Och man. Also dass es in den Tunneln so lange so dunkel ist, ist echt nicht geil. Ist wirklich nicht geil. Eigentlich müssten da halt die Lichter angehen. Aber gut. Ja. Oh, meine Haube ist weg. Cool. Die Frage ist halt, ob wir jetzt alle drei Medaillen gewonnen haben oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Da müssen wir das nochmal fahren. Dann holen wir uns aber echt den Porsche, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Ja, nur zwei. Für drei müssen wir es wahrscheinlich gewinnen. Nein, müssen wir nicht. Oder wir fahren einfach den Audi nochmal. Das Ding ist halt, wir brauchen auch ein bisschen Power. Ja, wir probieren jetzt mit dem Lotus. Komm, warum nicht? Wir haben die Kohle. Können wir noch ein bisschen was in den Lotus reinhauen. So, mal gucken, ob wir es jetzt gewinnen vielleicht oder nicht. Ich hoffe mal schon, aber sicher wäre ich mir tatsächlich nicht. Der Mustang ist halt echt einfach zu... Der hat zu viel Power.
Okay, fahr einfach weiter. Kein Problem. Nicht mich drehen. Oh, sind wir jetzt hier auch mal vorbei. Kein Problem. Wir haben halt hier auch sehr viel BMW immer vorne. Ist halt die Frage, ob der M2 vielleicht auch ganz geil wäre. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie viel Power der M2 Competition hier im Spiel hat. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich wollte halt wirklich was haben, was einfach gut Traktion hat. Da ist der Lotus auf jeden Fall besser dabei als der Mustang. Allein durch den Mittelmotor haben wir einfach mehr Gewicht hinten. Wir kommen jetzt halt gerade nicht so richtig nach vorne. Die 6 gerade. Das ist nicht so stark. Oh, rein. Jawohl. P4. Dass der Aston Martin Ersatzring nicht hinten hatte. Sehr cool. Das sind so kleine Details, die ich sehr charmant finde, tatsächlich. Aua. Hey. Och man. Die Events sind halt echt leider ein bisschen Demolition Derby. Das muss man wirklich leider so sagen. Jetzt ist die Frage, kommen wir nochmal in den Mustang ran oder nicht? Ja, so halt nicht. Die Wagen sind halt echt unberechenbar manchmal, aber gut, das ist halt... Im Gelände ist das halt so. Da passieren manchmal doofe Dinge. So, jetzt komm her, Kollege. In der Call mache ich immer relativ viel Zeit gut. Ja, bumm. Ist okay, dein Auto wiegt mehr. Ich kann den nicht wegschieben. Ich kann mich trotzdem vorbeischieben. Gott. So, komm mal, letzte Kurve. Einfach vorne halten. Nein, 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 mein Freund, so nicht. Das Event lasse ich mir nicht ein zweites Mal nehmen. Nicht in der letzten Runde. Nicht schon wieder. Nein, faktisch inkorrekt. So. Dann haben wir es halt jetzt geworden. Macht ja nichts. Muss man nur zwei Autos dafür kaufen. Aber egal. Wie gesagt, Geld ist hier in dem Spiel absolut kein Problem. Ja, guck mal, wir sind jetzt gleich schon wieder bei 600.000, wo wir die Folge begonnen haben. Das ist okay, definitiv. Und das, obwohl wir drei Autos diese Folge gekauft haben. So, dann geht es nächstes Mal weiter Richtung Final-Events für die Velocity-Serie. Und ich glaube aber, allzu viel dürfte danach gar nicht mehr kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Interessant. Nächstes Mal haben wir dann auf jeden Fall ein X-Cross Ready Raid Event mit einem Land Rush. Andersrum, wir haben ein Land Rush Event mit X-Cross Raid Fahrzeugen. Mein Gott. Nur ein bisschen verwirrend. Dann würde ich damit aber auf jeden Fall sagen, war's das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.